So, da sind wir wieder bei Terraria. Bei unserem. Oh Gott, Alter! Zombies! Der Kampf beginnt! Eskimo-Zombies! Bei unserem neuen Haus, was Noch direkt geändert. überfallen wird. Das habt ihr ja noch nicht gesehen, unser neues Haus ist unser neues Haus. Hier mit voll cool sein und so. Unsere eigene Burg! Ich hab meine eigene Burg! Meine eigene Burg! Wir sind schon mal besser als die Hexe aus Cube World. Ja. Ja, ich hab. Truhen und sowas habe ich einfach hergeholt. Also wir haben uns kein Material gecheatet, keine. Also wir haben jetzt keine reelle Fallteile im Spiel. Ich habe nur das Haus gebaut mit einem anderen Charakter. Fertig. Damit wir uns halt ein bisschen das Zeug einlagern können. Und jetzt. Was machen wir? Manu, was töten wir? Was sammeln wir? Ich würde sagen, wir gehen einfach runter in die Mine und gucken mal, ob der Bug immer noch da ist. Aber laut Kommentaren soll der jetzt gar nicht mehr da sein, denn sobald man einmal neu lädt, sollte das gefixt sein. Gehen wir hier rein? Was war hier? Oh nein! Ach, soll ich den Haken vergessen? Okay, oh Gott, hier ist Boden bei mir. Okay. So. Wo, ja, wo ist denn das ganze Wasser? Ich kann mir jetzt übrigens auch die Karte einblenden. Hast du schon mal Tab gedrückt, Manu? Nee. LOL. Kannst du sie erstens einmal so mittig machen und wenn du nochmal drückst, ist sie weg. Also muss man sie gar nicht in Optionen ausschalten. Wurde mir von einem sehr netten Kommentarschreiber empfohlen. Das ist ja cool. Ja, und so kann ich halt, wenn die Karte mich mal wirklich nervt, einfach kurz ausschalten. Kann ich mir da runterfallen? Dankeschön. Oh nein, oh nein! So rutschig. Oh! Fischzombies, Hilfe! Fischzombies? Das sind Wikinger. Hilfe! Aua! Geh kaputt, Eis! Wir müssen unbedingt so eine Eiskiste finden. Warum? Weil da voll die geilen Items drin sind. Warum sonst? Keine Ahnung, um den mitzunehmen. Oh Gott, nervt mich die Karte. Die Karte ist ja sogar über diesem Atembalken. Lol, nee, ja, doch, stimmt. Aber man sieht's. Man sieht's noch. Nee, während ich tauche, mache ich aber. Ja, man sieht's, aber mir ist es gerade gar nicht mehr aufgefallen. Ich dachte gerade nur so, hä? Bin ich unsterblich? Ist das real life? Geht's denn dahin? Hey, hier waren wir schon mal. Hier ist ein Lufttunnel. Ich glaube, ich mal ein bisschen nach oben lang, dass ich nicht die ganze Zeit durchs Eis muss. Okay. Durchs Wasser. Ja, meine ich. Weil ich glaube, Eis ist hier noch ein bisschen. So wenig. So ein paar Zentimeter voll. Ja, guck mal, da drüben kommt so ein kleiner Flauschball angelaufen. Oh nein! Hilfe! Oh nein, ein Flauschlippel. Ein Poring! Nein, wir sind hier nicht bei Ragnarok. So, jetzt können wir uns gerade runtergraben. Boah, das eine Scheiße, ne? Davon weiß auch kaum einer was. Ich habe zwar mal erwähnt, dass da irgendwas gestartet werden sollte, aber groß von darüber dem, geredet habe ich nicht. Server meinst du? Ja, ja. So. Denn wir hatten uns einen richtigen No-Name-Server rausgesucht, einen Ragnarok Online-Server. Wollten da ein Let's Play starten, hatten schon 4 Parts aufgenommen. Oder 5, ich glaube 4. Und dann war der Server auf einmal down. Die Admins waren richtig arrogant, die meinten, der Server, der ist total stabil. Da wird auch nichts passieren, wenn da irgendwer ein Let's Play hochlädt. Also die Reichweite auch komplett unterschätzt. Und dann war der Server einfach mal für ein paar Tage down. Dann dachten wir uns ja, okay, dann knicken wir. Können wir das Video ja nicht hochladen, weil dann sonst sagen wir, hey, kommt, spielt mit uns. Und dann kommt keiner und dann ist irgendwie auch kacke. Also auch Ewigkeiten ja jetzt schon. Ich grab mir mal das Erz hier raus. 2 Monate, schätze ich mal. Ich glaube, du hast mein Ich nicht verstanden. Nee. Okay, dann ich will auch was haben. Ja, dann grab du doch raus. Wir teilen uns doch eh alles. Ich dachte, einer guckt sich jetzt hier spannend um. Lol, wie viel Licht die einfach machen. Ja, wenn, dann solltest du das machen, weil du ja gerade aufnimmst. Hier kann ich voll gut gucken, wo was ist mit dem Pfeilen. Voll die Verschwendung. Voll unfair, Mann. Ich will auch. So. Da unten, da unten. Ja, da kannst du dich eingraben. Du musst mir ja nicht wie so ein Bimbo hinterherlaufen, du Spast. Ich helfe dir doch. Hast du dich. Oh. Oh. Ha, eine Höhle, ja. Oh, ein Herz. Yes. Ah, das ist eine böse Fledermaus. Ah. Ich glaube, ich sollte mir das mit dem Pfeil nochmal überlegen. Treff einfach kein einziges Mal. Wenn du so Matsch findest, unbedingt mitnehmen. Also so Slush-Blocks.
Okay, ich habe davon schon voll viele gefunden. Ja, davon haben wir viele gefunden. Wenn man, es gibt später eine Maschine, da kann man die reinlegen und dann kommen da einfach Erze und Mineralien und sowas aus den Blöcken raus. Die kann man so umwandeln. Lol. Übelst praktisch. Also wenn wir ganz viel davon sammeln, können wir uns einfach tausende Erze und so holen. Voll die Alchemisten. Wie bei Fullmetal Alchemist. Oh fuck, Hilfe! Ha! Ha ja! Gucken wir einfach mal. Ich will da nicht hin. Machen wir einfach einmal auf Manuel. Was denn? Ich flute. Ich bin cool. Ich habe eine Bombe gefunden. Oh, was ist das? Was ist was? Hier ist Platinum-Ore. Achso. Habe ich gekonnt ignoriert. Also, das, haben wir das schon? Das war unser Leadblatt-Ohr, ne? Ja. Davon, wo wir einfach 1 Million schon hatten. Das heißt, wir es sogar jetzt schon ignorieren. Eigentlich doof, weil wir könnten uns aus allem eine Rüstung bauen. Das gewöhnt man sich viel zu sehr in Terraria an, einfach ganz schnell die Erze einfach zu ignorieren. Ja. Davon haben wir schon genug. Vor allem, man braucht ja auch richtig viel für die ein oder andere Rüstung. Ja. Da war eine Falle. Ja, hab ich auch gerade so im Nachhinein gesehen. Ich glaube, irgendwie ist keine Eishöhle mehr. Cool. Ja, wir sind auch voll nach rechts gegangen, ne? Nach rechts! Ja. Oh. Boah. Leucht mal hier ein bisschen Kupfer. Aus. Kupfer. Brauchen wir Kupfer noch? Nicht, dass ich wüsste unbedingt. Nee, Kupfer kann man eh nichts mit anfangen. Die Rüstung ist zu schwach und... Außer willst du einen Kronleuchter aus Kupfer haben. Nee. Okay, das ist. Oder ein Kupferhaus. Ja gut, dann gehe ich mal ein bisschen weiter nach links, nachdem ich mir das Erz da unten geschnappt habe. Truth. Ja, dann können wir da rein, wo ich gerade nicht hin wollte. Ah, das Platinum-Ohr. Oh, da kommt einer. Oh nein! Töte den Flauscheball. Ein wildes Poring. Hilfe. Das ist voll cool, die rollen einfach weg, wenn du sie schlägst. Ja, und einen Sturz zu dämpfen vielleicht. Die schlauesten Tiere der Welt. Weil sie aus Fell sind. Ja, das erinnert mich an einen Chopper mit der Plüschform. Double Plüsch. Der hat eine Plüschform? Ja, der hat eine Plüschform. Ich kenne nur die Stierform, diese krasse, aggressive. Der hat 3 Stück. Also anfangs. Später hatte er irgendwie 6 Stück, die er kontrollieren kann, oder ich weiß es nicht genau. Wie ich das ganze Eis kaputt machen will. Was, wir gehen da runter? Oh, da drüben ich ist bin Manuel, Hunger. Der Zerstörer! Eis, Eis, Baby. Eis, Eis, Baby. Oh nein, ich muss back. Ah ja, stimmt. Wir können uns Luftlöcher graben, was ab? Let's Play und Zombie graben sich Luftlöcher in Terraria, was ab? Also ich brauche extra so, dass das Wasser nicht fließt. Was macht der Manuel? Ha ja! Da ist noch ein Herz unten. Ha ja! Guck, die Eishöhle hat dich voll lieb, die schenkt die Herzen. Ich stell mir mal vor, das ist das Herz aus Titanic, was die runtergeworfen hat, die dumme Schlampe. Ist ein Herz runtergeworfen, lol. Ja. Oh, da oben ist ein Erz. Ha, guck mal, da ist auch was. Kann man, ach ja, wir sind noch so tief, wir können sogar noch Blöcke in die Luft setzen. Ach stimmt, wenn die eine Wand kommt, welches dann geht Erz das gar nicht mehr. Welches Erz ist das bei, ne? Dir? Let-Or. Sagen wir auch. Let-Or, Lead-Or? Let-Or. Wir sind immer wieder vergisst. Ja, ich denke dann immer, hä, ist das jetzt das Falsche oder ist das das Richtige? Was ist los? Wo ist noch eine Höhle, ey? Ah! Voll, sieht voll cool aus. Ja, ich voll die Verschwendung. Weißt du, ich habe nur noch 3 von den Pfeilen und ich balle... Das sind die einzigen starken Pfeile, die ich habe. Und ich balle die wie mit so einem Wahnsinniger durch die Gegend. Ich habe mir das Led auch noch geholt, ne? Und das ganze Wasser reingelassen. Okay. Haben wir gerade ein paar Amethysten. Weil die nicht reich sind. Aha. Hilfe. Was ist los? Lol, sehr doof. Okay, haben verarscht. Okay, töte die doch einfach. Das sind doch die Babos. Keine Chance. Steinblock, ja! Ich hab Stein gefunden. Toll. Hier oben war gar nichts, Mann. Wofür mache ich denn das? Wofür wache ich morgens überhaupt noch auf?
Alter, ist da viel Matsch drüben. Da ist das Matschparadies. Ha! Schlamm catchen! Okay, ich muss schon mal nach oben graben, weil ich weiß, dass du kommst. Danke. Kein Problem. Flashblock, ah, okay, das wolltest du haben. Ja. Hier ein paar Lichter. Pass auf, dass du nicht dabei ertrinkst. Ach. Ich bin doch der Typ mit dem Hooker hier. Wir müssen aber auf jeden Fall Glück haben, dass wir diese Maschine finden. Welche Maschine? Ja, die Matsch in Erz umwandelt. Ach so. Also die Erze rausfiltert aus dem Matsch. Die Welt ist mittel. Nee, klein. Warum? Keine Ahnung, weil es so lange dauert, bis wir auf eine tiefere Ebene kommen. In Terraria 2 soll es ja dann auch unendliche Welten geben, ne? Ja, es ist ein Ziel von ihm. Hat er geschrieben, ja. Schafft er schon. Der packt das schon. Ich glaube an ihn. Okay, warte, ich komme runter. Ich komme. Da unten sind 50 Fledermäuse, da müssen wir hin. Ha! Die haben doch auch Durst, die armen Fledermäuse. Ja. Oh, wie schnell das immer geht. Alter! Oh! Ich hol Luft. Ich sterbe. Oh ja! So, ich sterbe wirklich. Oh ne, ich hab gerade noch überlebt. Warte mal, du hast 140? So, hört sich auch. Ach so, warte mal, eben stimmt. Ich kann ja auch noch das Herz essen. Hast auch noch eins? Ja, gerade eins gefunden. Okay. Als ich mit dem Titanic-Scheiß angefangen habe. Haben wir irgendwie eine Welt ohne Kisten generiert? Oder was da los? Ja, bestimmt. Ja, voll krass. Sonst wären wir alle 2 Meter irgendwo so eine Kiste in der Eisbiom. Da in der Welt, wo ich mit Mordado und Schlingel und so gespielt hatte, habe ich irgendwie 6 Stück gefunden nach den ersten 10 Minuten. Hier einfach Kisten? Kisten? Was sind Kisten? Aber wenn wir dann eine finden, ist da direkt das beste Item der Welt drin. Genau, Atomraketenwerfer. Was denn gibt's? Nicht, dass ich wüsste. Was liegt denn da? Was ist denn das? Weg, du komischer Untoter. Du komischer Untoter, sagt der Untote. Ja. Er ist ein komischer Untoter, ich bin ein lustiger Untoter. Aber ist komisch nicht auch lustig? Nein. Ich verstehe das nicht. Hallett, oh ja! Voll die Riesenhöhle gefunden. Hallo? Ja, hier ist so viel. Da ist eine Kiste, aber außerhalb des Bioms. Da steht einfach mal eine Kiste auf Obsidian. Jetzt kriegt er wieder die geilsten Items. Erstmal hingraben. Wir haben was erreicht in der Folge, hurra! Ja, auch allgemein so, wir haben ja voll viele Let-Ors gefunden. Ja, wir müssen uns mal durch ein Steingebiet graben, weil ich brauche einfach voll viel Stein, um mir meine Pfeile herzustellen. Hier geht's auch noch weiter, bei mir. Ja, der verzauberte Boomerang. Der ist schon mal geil. Ein paar Feuerpfeile. Ein paar weitere Leuchtstäbe und eine Goldmünze. Ich weiß, dass es schnell Plündern gibt, aber... Man kann übrigens auch... Du klickst die Sachen lieber einzeln an und denkst dir... Ha! Voll geil, die Map eigentlich. Wenn man M drückt. Hast du schon mal M gedrückt? M? Nee. Alter, geil! Besonders weil links ist bei mir die ganze Zeit die Map, aber er probiert einfach nichts aus von Kartenfunktion. Aua. Bei mir ist links immer noch das Riesenloch. Warum? Weil du es so erkundest hattest und du nochmal hingehst. Oh. Ah, Händler. Ja, weil ich ein Gold gerade gefunden habe in der Kiste. Achso. Hier wo ich bin, ist eine riesige Höhle, ne? Also ein gigantisches Höhlensystem ist hier. Wir können bestimmt noch ein paar Gratiskisten abstauben. Oh! Fässer. Ganz viele Fässer.
Oh, besser? Ich habe einen schwachen Heiltrank. Meinst du Vasen? Ja. Okay. Warum ist mein Charakter gerade jetzt einfach... Oh, gestorben. Warte. Nein, Tim. Helfer, Helfer. Okay, wir sind komischer Untoter. Wir spielen eh keine Magier, ne? Vielleicht. Weiß noch nicht, warum. Weil hier liegt der Zaubererhut, der den Magieschaden erhöht, aber er liegt in Lava. Hä, wie soll man denn da rankommen? Keine Ahnung, aber er liegt in Lava. Ah, ich weiß schon, wie wir rankommen, indem ich das Wasser runterhole. Wir können kein Obsidian abbauen, dann kommen wir erst recht nicht mehr ran. Nein, zu spät! Hä, wo ist denn der? Wo bist denn du? Ich bin ewig weit in dem Höhlensystem drin, du würdest eh gar kein Wasser hier bringen. Ach so. Das ist die Frage, ob da unten Spinnen sind. Versuch mal. Ich bin gleich da. Okay, versuch mal. Ey, wie tief bist du nur gegangen? Wie weit ich von dir weg war? Ich war noch vorne im Eisbiom. Ich muss die Folge eigentlich beenden. Ah! Ah! Bis zum nächsten Mal. Geh da rein, da ist der Hut und alles. Der Hut, ja! Der Hut liegt da links in der Lava drin. Ich muss den Part erstmal starten, Mann. Okay, tschüss. Tschüss.